Die Sims-Entwickler haben ein neues System vorgestellt, welches die Zukunft der Sims eventuell etwas näher bringt. Und ein altbekanntes Sims-Spiel erscheint bald. Letzte Woche haben die Sims-Entwickler recht überraschend das neue Sims Labs-Programm vorgestellt, welches bereits live ist. Mit diesem wollen die Sims-Entwickler die Zukunft der Sims formen und hiermit potenzielle Features und Systeme Spielern vorstellen. Das ist für normale Simmer wahrscheinlich nicht sonderlich spannend, da immer nur ein kleiner Teil an diesen Umfragen teilnehmen können. Allerdings ist interessant, dass die Sims-Entwickler in keinem einzigen Wort über den aktuellsten Sims-Teil, also Sims 4, reden. Es klingt stark danach, als wären die Sims-Entwickler vielleicht schon etwas weiter in der Entwicklung von Project Renee und würden jetzt kleinere und größere Gameplay-Features bauen. Könnte das also bedeuten, dass der nächste Sims-Teil endlich etwas näher rückt? Dafür, dass die Sims-Entwickler bei der Vorstellung von Project Renee im Jahr 2022 versprochen haben, regelmäßigere Updates zur Entwicklung zu geben, haben wir bis auf das Ende von Grant Rodiak als Game Director lange nichts mehr gehört. Zum Glück wurde diese Stelle mittlerweile neu besetzt. Ich hoffe trotzdem weiterhin auf Neuigkeiten und wenigstens kleineren Updates. Und auch hier nochmal der Hinweis, der neue Sims-Teil soll erstmal parallel mit The Sims 4 weiterlaufen, auf dessen Packs ihr bei meinem Partner Instant Gaming ordentlich sparen könnt, unter anderem auch verliebt, Link in der Beschreibung. Jetzt aber mehr zum zweiten News-Teil, MySims ist zurück. Leider nicht mit einem gänzlich neuen Spiel, aber immerhin einem Remaster. Das originale MySims und MySims Kingdom kann bald auf der Nintendo Switch im sogenannten Cozy Bundle erworben werden. Um genau zu sein, ab dem 19. November. So wurde die Grafikqualität in Form von etwas schärferen Texturen ein wenig verbessert und zwei Charaktere aus der PC-Version haben es ebenfalls in die Switch-Version geschafft. Insgesamt 40 Euro soll das Spiel kosten. Wenn ich an diesen Sims-Teil denke, kommen bei mir direkt Kindheitserinnerungen hoch. Was haltet ihr von Sims Labs? Könnte das wirklich ein Schlüsselelement für die Entwicklung des nächsten Teils sein? Also dann, bis zum nächsten Video.